Heute eine Route hier. Heute schauen wir uns mal Lab Rats an. Auch so ein Heist, wo ich hoffe, dass der nächstes Jahr wieder drin ist, weil der einigermaßen lustig ist. Nicht so lustig wie der andere Halloween Heist, finde ich. Aber wenn man sich mal erstmal durchgefuchst hat, wie der überhaupt funktioniert, deswegen mache ich auch das Video, damit man mal sieht, wie der komplett funktioniert, weil im ersten Moment ist der schon so ein bisschen verwirrend zumindest. Und dann ist er eigentlich ganz lustig. Also schauen wir uns das einfach mal an. Ja. So, wenn ihr hier startet, sobald das Teil hier aufgeht, ist immer direkt ein Gegner vorne dran. Entweder ein Dozer oder Shield. Ich könnte eigentlich das da nehmen. Oder gar nichts. Why? What? Auf jeden Fall braucht ihr jetzt erstmal die Pilz. Und haut die mal hier hoch. Das beginnt quasi so die ganze Map. Dann bekommt ihr so langsam eure Ingredients. Wie ihr seht, ihr seid super klein. Im Gegensatz zu allem anderen seid geschrumpft. Hier drüben ist auch nochmal, also was ihr machen müsst, ist Meth kochen. Hier drüben seht ihr auch nochmal, was ist. Also rot, Mutic Acid. Naja, CS, Caustic Soda, Blau, Grün, Hydrogen Chloride. Also hier seht ihr das nochmal. Seht ihr, jetzt kommt das Flugzeug und wirft den Kram ab, der jetzt überall verteilt ist. Den könnt ihr jetzt einsammeln. Und schon... Ah, hier sind auch Zivilisten, die könnt ihr auch nochmal downbringen natürlich, wenn ihr ein paar Cable Ties dabei habt. So, dann gibt es die verschiedenen Punkte, wo ihr dann hoch könnt. Das ist zum Beispiel hier diese Seilbahn. Seilbahn, ja. Da hinten ist auch noch eine. So. Jetzt Meiotic Acid. Er sagt wieder an, also hier gibt es dann die verschiedenen Farben. Hier hinten ist Hydrogen Chloride. Hier ist, also da hinten ist Meiotic Acid. Und hier ist Caustic Soda mit Blau. Ihr müsst wie beim vorherigen Meth kochen auch wieder schauen, dass ihr zum einen das Richtige in das Richtige reinmacht. Also wenn ihr jetzt das Acid hier reinmacht in Caustic Soda, macht es Boom. Also ist wie bei Reds. Dann geht das ganze Labor hier in die Luft. Und ihr müsst halt gucken, ja, dass ihr halt in der richtigen Reihenfolge das macht. So, hier, jetzt habt ihr auch gesehen, er hat auch einmal was Falsches gesagt. Er hat dann solche Lines dann auch nochmal wie Hold up oder Nope, that's not it, sorry, that wasn't right, strike that oder wait a minute. Das sind so die fünf verschiedenen, also er sagt dann jedes Mal nochmal an, nein, das war's nicht, also wartet immer, sag ich mal, eine zweite Nachricht ab. Wenn er das zweite dann nochmal sagt, dann war's richtig. Und wenn er halt sagt, nein, das war es doch nicht, dann ist es das nicht. Hier ist es aber nicht so, dass ihr nur eine Bag reinmachen müsst und dann ist gut. Wie ihr seht, dann habt ihr eins von drei, weil das sind halt kleine Bags. Und da muss man halt drei Stück reinmachen. Also es sind 9 Bags auf der Map dann verteilt. Und am besten bringt ihr die entweder hoch, aber da komme ich gleich dazu. Entweder bringt ihr die entweder hoch und legt die immer gleich davor, wo sie hingehören. Also was weiß ich, wie ihr seht, habe ich hier zum Beispiel das Caustic Soda hingelegt. Dann könnte man hier drüben das Hydrogen Chloride hinlegen, da ist auch schon ein grünes. Und das andere dann hier drüben hinlegen. Aber wenn ihr das erste reingeworfen habt und das war richtig, dann braucht ihr nicht mehr auf den erstmal hören, sondern müsst erstmal gucken, dass ihr die anderen beiden nachreicht, dass ihr dann drei habt. Ihr könnt, wenn ihr hier oben seid, entweder die... Ah, die klauen das, lasst das. Entweder mit diesen Seilrutschen hier nochmal runterkommen. Oder auf diese Kisten springen, was ich euch gleich zeige. Also hier ist nochmal zum Beispiel nochmal ein rotes. Dann nehmen wir mal die andere hoch. Also hier kann zum Beispiel auch eine sein, wo man dann hier rüber kommt.
Ja, mit wie viel Prozent das ist, sure, ist das relativ egal. So, dann gehen wir wieder zu dem Roten hier zurück. Koppeln das an. Ihr müsst es übrigens nicht versuchen reinzuwerfen, sondern müsst es dann einfach reinmachen. Ohne bauen wir jetzt noch das letzte Rote. Ihr könnt, wie gesagt, nicht nur über die Seilbahn runter, sondern hier sind auch diese Kissen. Da könnt ihr drauf springen. Nur nicht daneben springen, weil wenn ihr da drauf landet, kriegt ihr keinen Fallschaden. So. Wenn die Cops anfangen, den Kram zu klauen, dann landet der hier hinten. Oh, ist doch. Sniper? Geht doch. Tschüss. Ja, der Vorteil an normal. Man kann schlechtes Aim haben. So. Bleib liegen. Okay, das ist alles Hydrogen Chloride hier. Das war ein Schnieper. Das ist schon Sniper, ey. So, holen wir das mal rüber. Ah, hier ist die rote Tasche. Genau, das brauchen wir. Und das Grüne nehmen wir auch mal schon mal mit. Nehmen wir schon mal hier hoch. Ah, Quatsch, hier oben drüben müssen wir rüber. Oder hoch. So. Dann bringen wir mal das Rote noch weg und dann können wir nämlich schauen, was er jetzt als nächstes ansagt. Weil, wie gesagt, ihr könnt also hier zum Beispiel das Grüne dann abladen. Das würde ich euch empfehlen, ist jeweils schon vor die, vor die jeweiligen Bullies reinmacht. Oh, knapp. Okay, ich habe es nicht mehr geschafft, auf das, auf den Blink zu landen, auf dem Kissen zu landen. Ich habe versucht, noch ein bisschen zu manövrieren. Aufpassen ein bisschen bei den Kabeln. Das ist nicht das erste Mal, dass mir das passiert, dass ich runterfall. Ach, komm schon, lass mich in Ruhe. Geht doch. Was ich eigentlich sagen wollte, ist dort bei dem Caustic Soda, deswegen bin ich nochmal zurück. Da ist ein Punkt, wo habe ich noch meinen Bag? Nein. Okay, den sollte ich wieder einsammeln. Doch, ich hab's noch. Also wenn ihr dort seid, ihr behaltet trotzdem euer Bag. Da ist nur noch ein blaues Bag. Das brauchen wir im Moment nicht. So. Dann schippeln wir jetzt hier hoch. Was ich sagen wollte, hier ist eigentlich eine schöne Plattform, um euch zu verteidigen, weil es relativ hoch, ihr könnt nicht so leicht runterfallen und es ist ein bisschen konvex, sprich ihr könnt dann ein bisschen immer in Deckung auch gehen und dann nochmal runterschießen. Und hier ist ganz gut zu verteidigen, sage ich mal. Ach, Mensch, klaut mir den Kram nicht. Naja. Hier ist ganz gut zu verteidigen. Ansonsten, wenn ihr auf Death Wish spielt, ist es hier oben nicht ganz so gut zu verteidigen. Ich sag mal, bis Overkill geht das noch relativ gut. Aber ab Overkill geht das nicht mehr ganz so gut. Dann würde ich euch empfehlen, einen besser zu verteidigenden Spot zu nehmen. Zum Beispiel irgendwelche Röhren. Also hier hinten drin. Hier am Anfang zum Beispiel, da hatten wir es gemacht, wo es relativ gut funktioniert. Wenn ihr euch hier in der Röhre euer ganzen Deck sammelt und dann jedes Mal, wenn der Assault ein bisschen nachlässt oder aus ist, dann die Bags zu schnappen, wegzubringen und ansonsten halt einfach alles hier zu sammeln, eure Deployments auch hier halt hinlegt und dann so langsam halt hier alles sammelt, weil hier ist dann halt besser zu verteidigen als dort oben eine relativ freie Position. So, dann kochen wir mal den Kram noch zu Ende. Das mal noch mit Hydrogen Chloride, sagt er an. Added. Natürlich das, was wir nicht haben. Hier ist auch noch ein Kissen, wo ich eben nicht geschafft habe, noch drauf zu landen. Er sagt es nochmal, Hydrogen Chloride. Aber wie gesagt, wenn er nicht sagt, hold up oder nope oder sorry oder strike set oder wait a minute, dann ist das auch richtig, was er gesagt hat. Also es ist schon relativ, oh mein Gott, es ist schon relativ offensichtlich, wenn er was falsch gemacht hat.
Seht ihr, jetzt hat er gesagt, wait a minute, direkt als er jetzt Kaustik Soda gesagt hat. Hier ist es übrigens auch so, wenn ihr die ersten zwei Ingredients drin habt, dann bleibt auch nur noch eine übrig. Ja, dann haben wir noch die restlichen zwei grünen Bags hier rein. mit seinen lustigen... Ich bin so und so viel Prozent sure. Hä? So. Ja, hier müsst ihr es übrigens dann einfach reinwerfen, nur beim roten. Müsst ihr es an die Zipline ranmachen. So, jetzt holen wir uns noch unser letztes blaues, dann brauchen wir nur noch beim blauen warten, bis er jetzt das nächste haben will. Und gut ist. Dann können wir zum nächsten Step gehen. Na, komm schon. So. Bum, 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 bum. Ah, hier seht ihr, da hinten ist übrigens eine Spinne. Die Spinne, die könnt ihr abschießen, dann geht die ein bisschen schneller wieder weg. Ansonsten haltet euch von der fern, weil die one-shottet euch. Ja, mir ist egal jetzt, was der sagt, weil es bleibt ja nur noch eins übrig. Ihr könnt übrigens, sobald ihr dann das die erste Runde gemacht habt und das Meth dann auch einsammelt, könnt ihr auch eine zweite Runde kochen oder ihr haut dann ab. Also es ist wie vorher, dass ihr entscheiden könnt, wie weiter ihr machen wollt oder nicht. So, haben wir dann mal das da rein und dann gehen wir nochmal runter. Jetzt mal wieder mit Kissen treffen. Okay, also das müsst ihr dann kaputt hauen. Ihr könnt einfach, was eigentlich relativ effiziente Methode ist, einfach einen Molotov draufwerfen und das breakt das dann von euch ab. Ansonsten könnt ihr halt auch könnt ihr drauf schießen auch, oder ihr könnt es auch mit Shurikens zum Beispiel machen oder so, ein bisschen Munition zu spenden, oder halt, ihr könnt es sogar mit Nahkampfwaffen könnt ihr es auch machen. Aber sobald es halt kaputt ist, könnt ihr es aufsammeln und oh! Scheiß Spinne, ey. Und wenn ihr die halt abschießt, dann kommt ihr zum Glück nicht mehr. Hier müsst ihr einfach jetzt das Mess runterwerfen und mehr nicht. Dann habt ihr es schon direkt. Also ihr müsst das nicht an irgendeinem bestimmten Ort machen oder so. Einfach nur den Tisch runter. Ah, hier ist übrigens, wenn ihr das Achievement, dessen Namen ich gerade nicht, ich glaube Skillshot heißt das, braucht, dann müsst ihr versuchen halt dort in das Teil reinzuwerfen. Das reicht übrigens, wenn einer im Team es schafft, das reinzuwerfen, dann kriegen alle das Achievement. Also müsst ihr nicht gucken, oh, ich muss das Pack jetzt haben und muss das reinwerfen, sondern egal, wer es halt schafft, das da dann reinzuwerfen, kriegen alle das Achievement. Ja, jetzt. Seht ihr, jetzt hat es ein paar mehr Bröckel. Okay, ich sollte vielleicht ein bisschen auf meine Leben wenigstens achten. So. So, dann schmeißen wir den Kram rein. Und jetzt können wir entweder den Chopper rufen, indem wir da hochgehen. Oder wir könnten noch eine andere Runde Mess kochen. Was ich jetzt noch kurz abwarte, was ich nämlich euch noch gern zeigen würde, während der ersten Kochrunde kommt der nämlich nicht, aber sobald es dann da geht, die zweite Runde zu kochen, kann hier drüben, ich weiß nicht, ansonsten dauert es zu lange, werde ich zur Not ein zweites Video extra für den Typen machen, hier, da wo der Safe ist, dort kommt dann so ein riesen Cloaker, kommt dann unterm Tisch hervor und dann kommt ein Kreis um den Safe. Dann müssen alle von, also wenn ihr das noch mitnehmen müsst, ihr müsst das nicht machen, das ist optional. Dort kriegt ihr dann, ich hol schon mal den. Wie oft ich hier schon runtergefallen bin. Ich hol schon mal so langsam den Chopper, dass wir gleich abhauen können. Wenn dann der Cloaker da ist, dort ist ein Zeitschloss da, da seht ihr 2 Minuten drauf. Und dann, sobald der aufgetaucht ist, der Cloaker, ist so ein Kreis um den Safe drum. Dann müssen alle von eurem Team in den Kreis rein. Und wenn alle in dem Kreis drin sind, dann startet so ein extra Event und ihr müsst es halt so lange, bis die
Ich gehe mal runter. Also bis die Zeit hier dann, die fängt dann an runter zu ticken, bis die Zeit dann runtergetickt ist, müsst ihr dann defenden. Also müsst ihr dann innerhalb diesem Kreis sein, also auf diesem Kissen halt eigentlich. Und die ganze Zeit kommen Gegner und spawnen Gegner und die müsst ihr halt abwehren. Könnt ihr auch dann Sachen deployen dann nochmal dazu. Aber sobald dann einer aus dem Kreis rausgehen sollte, bricht der Event ab. Also ihr müsst wirklich gucken, dass ihr in dem Kreis dann drin bleibt für diese 2 Minuten. Und wenn die 2 Minuten dann abgelaufen ist und der Kreis verschwindet dann, alle die rundherum gespawnt sind, die Gegner verschwinden dann auch, dann müsst ihr auch schnell ein bisschen weggehen, weil dann macht der Cloaker einen Roundhouse-Kick und smasht den Safe auf und wenn ihr noch daneben steht, werdet ihr mitgesmasht. Aus dem Safe kommt dann ein Titan-Dowser, also Vorsicht da, ja, dann müsst ihr dann auch den halt noch platt machen und eine ganze Menge Loot, Random Loot, das ihr dann halt auch noch mitnehmen könnt. Also das ist der Cloaker, der dann noch kommen kann. Vielleicht kann der auf normal gar nicht kommen, weil deswegen warte ich da jetzt auch nicht drauf. So, dann könnt ihr einfach abhauen und das war's. Also es ist nicht viel dabei eigentlich bei der Sache, aber man, ja, wenn man es dann einmal weiß, halt, ist es gut. Am Anfang sind wir ein bisschen wild durcheinander gelaufen etc. Aber eigentlich ist es ganz normales Messkochen wie in Breads auch, nur in kleinerem oder größerem Format, wie auch immer man das sehen will. Ich wünsche euch viel, viel Spaß dabei. Wie gesagt, ist eigentlich ganz lustig. Lasst euch nicht von der Spinne erwischen und schnappt dem Cloaker das Loot weg und freut euch über die ganze Auszahlung und viel Spaß beim Zocken.